Hallo Leute, in diesem Video kochen wir uns Kichererbsen mit Currysoße. Let's go! Und ich empfehle euch, kauft euch die Kichererbsen im Glas. Gibt's da auch in Dosen zu haben, weil ich mache am liebsten ja aus dem Glas, weil wir wollen ja immer nachhaltig leben. Zuerst schütten wir die Kichererbsen in den Sieb, um das Wasser davon erstmal abzuschütten. Dann als nächsten Schritt machen wir dann in einen Topf dann warm Wasser drin, um halt eben mal ein bisschen Energie zu sparen, damit das Kochen nicht so lange dauert. Ein bisschen mehr lieber, besser ist das. So, dann bringen wir das Wasser auf den hinteren Herd, wird das mal an zum Kochen. Es dauert wieder ein Weilchen. Jo, in der Zwischenzeit können wir uns ja schon mal die Soße in den anderen Topfen reinmachen. So, dann machen wir den Herd ohne schon mal an. Schon mal ein bisschen rühren, wie die zwei Soßen sich miteinander schön miteinander verbinden. Und falls ihr meinen Dialekt nicht versteht, dann könnt ihr auch gerne mal nachfragen, wenn ihr es nicht verstanden habt. Und nebenher bemerkt, und Kichererbsen sind total lecker. Und ja, wer mag, kann auch das Ganze auch ein bisschen noch süßer gestalten. Indem man sich halt, wenn man mag, halt eben noch ein bisschen Blütenhonig oder einen anderen Honig dazu mischt. So, schon mal wieder den Herd ein bisschen überstellen, weil sonst kocht es zu schnell. Und wenn man die Soße richtig schön herrlich cremig haben möchte, kann man dann, wenn die Soße dann anfängt zu kochen, in ein extra Behältnis umfüllen und dann noch so ein Joghurt dabei mischen. Das mache ich heute. Also cool.
Das Wasser fängt schon mal an zu kochen, dann füllen wir schon mal jetzt die Kichererbsen schon mal rein. Alexa, Kichererbsen-Timer 30 Minuten. Kichererbsen-Timer 30 Minuten ab jetzt. Und dann werden wir halt eben, so ein bisschen vorgestellt, dass wir halt eben die Soßen mit den Kichererbsen miteinander vermischen werden. So, wir füllen schon mal den fettarmen Joghurt schon mal in das extra Behältnis. Dann, jo, wenn halt eben, wie schon gesagt, die Currysoße schon mal so langsam kocht, kommt dann ja, dann werden wir so reinfüllen. Ganz mega einfach. So, das ist mal bereit. So, jetzt füllen wir die Soße rein. Dann verrühren wir das Ganze. Sieht das Ganze so aus. Und ein anständiger Koch probiert ja auch, bevor er was serviert. Dann wollen wir mal probieren. Schmeckt schon mal gut, aber darf auch gerne noch ein Ticken süßer sein. Genau, ein bisschen Honig beimischen noch. Aus hygienischen Gründen wollen wir einen frischen Löffel nehmen. Jo, ist gut. Ein Lifehack von TikTok funktioniert nicht, wenn man da ein Holzstab oder sowas da drauf liegt. Ich war den einen Lifehack schon mal von dem CEO of Likes Lifehacks mal angeguckt hat. Der Trick funktioniert nicht. Und wie ihr seht, habe ich eben gerade mal spaßhalber mal selber eben ausprobiert.
ich kenne aber einen anderen Trick dafür, damit es nicht überkocht. Den zeige ich euch. Der funktioniert. Also macht ihr dazu einfach, tut aber eben ganz simpel, einfach Wasser in ein Glas und dann tut ihr einfach, also einfach Wasser einfach in den Topf schütten und dann zack, bumm, beruhigt sich das Ganze wieder. Ganz mega einfach. Und das funktioniert. So, aber den Herdblatt schon mal runterdrehen. So. An dieser Stelle mal eben den einen Trick von dem CEO of Lifehacks mal in seinen Trick entzaubert. Weil meine Tricks funktionieren. Meine Tricks sind am besten. Genau. Also mal ein bisschen nebenher ein bisschen aufräumen, ein bisschen. Weil es möglich ist, jedenfalls. Aber was auch an Tricks nachher funktionieren wird, ist mit dem Sieb, wenn wir dann nachher dann die Erbsen abschütten werden. Der Trick ist auch total cool. Was funktioniert, ist auf jeden Fall, wenn wir nachher dann die Kichererbsen dann im Wasser. Entschuldigung an dieser Stelle. Also, was nachher funktionieren wird, ist, wenn wir nachher mit dem Sieb dann die Kichererbsen dann abschütten werden. Wenn wir dann drüber halten, dann ins Becken abschütten werden. So, noch ein bisschen mal für den Herd, dann hätten wir ein bisschen Gas geben. Alexa, wie lange läuft der Timer noch? Du hast 19 Minuten verbleibend auf deinem Kichererbsen-Timer. Alles klar, danke Alexa. Und durch hat eben, wenn euch das doch zu sehr kocht, die Herdplatte ein bisschen runterdrehen.
wenn euch das zu stark kocht. Hauptsache, es wird gekocht. Es hat dann gelegentlich ich habe eben ein bisschen mal die Kichererbsen mit dem ich es gemacht mal umrühren gelegentlich. Jetzt müssen die Kichererbsen nicht mehr so lang kochen. Und nur einen Augenblick. Dein Kichererbsen-Timer ist zu Ende. Dein Kichererbsen-Timer ist zu Ende. Alexa, stopp! So, also die Kichererbsen schon soweit gekocht. Jetzt machen wir die Herdplatte aus. So, und jetzt tun wir halt eben die gekochten Kichererbsen jetzt abschütten. So, und jetzt halt eben, ich mische halt eben die Kichererbsen mit dem Currysoße, dem Samenessen. Und ja, wer hat eben, man kann es halt eben getrennt voneinander, halt eben auf einem Teller essen. Und die es halt eben miteinander vermischt essen möchten, können es halt miteinander vermischen. So wie ich zum Beispiel heute mal, dass man Lust hat, mal schön miteinander gemischt essen. Auch total lecker. Und jetzt verrühren wir da nochmal das Ganze nochmal. So, voilà. Dann halt eben am Tisch servieren. So. Dann nehmen wir eine Schöpfkelle und dann in am besten ändern zum Teller tun. Dann halt eben sich gönnen. Den, wie so eine Kichererbsensuppe. Ja, und es wird einfach total lecker. Das weiß ich jetzt schon. Mal probieren. Geil! Jo. Also ich finde Kichererbsen total lecker. Und ja, gönnt euch. Ciao!